Axel Vasi. Universalspurverbreitung für 1:8er. Ich weiß, dass sehr, sehr viele ihre Autos, jetzt mal einmal völlig davon ab, was für ein Auto das ist, ob Buggy, Truggy, MTB oder SWB oder weiß der Geier was, gerne ein bisschen breiter machen würden. Das hätte ich beim X-Max zum Beispiel auch ganz gerne so. Der X-Max ist leider einer der Autos, wo das hier, was ich euch jetzt heute zeigen möchte, nicht geht. Das ist blöd, aber das ist nicht zu ändern. Das liegt an der Konstruktion von dieser Spurverbreiterung, die auch nicht ganz aus meiner Feder stammt, ausnahmsweise mal. Aber es gibt ja noch mehr schlaue Leute auf dieser Welt, das ist ja ganz klar. So, Universalspurverbreiterung. Funktioniert bei fast allen. Traxxas, das ist eine Ausnahme. Aus zwei Gründen. Die haben eine Steigung am Gewinde vom Radträger von 1,25 und die haben auch keine Schraube im Mitnehmer selber. Das zeige ich euch aber gleich mal, was ich damit genau meine. Das ist tatsächlich sehr blöd. Sonst würde hier der X-Max stehen. Garantiert. Nun gut, deswegen habe ich hier einmal exemplarisch ein Corrali Kronos XTR stehen und ein Armor Outcast EXB. Das funktioniert auch mit Carsten, mit Team Magic, mit Team Associated und mit Techno, mit S-Works, mit X-Ray, mit Hubau, mit weiß der Geier welcher Marke. So, nehmen Hubau nicht. Hubau ist eine Ausnahme, die funktionieren nicht, weil die haben auch eine Steigung von 1,25. Aber ansonsten eigentlich mit so ziemlich allen Marken, die mir so bekannt sind. Kostenpunkt ist knapp 20 Euro, so Pi mal Daumen. Den Link habe ich in der Beschreibung. Und Achtung, was ich hier euch zeige, da hat JS Parts schon einen kleinen Prototypen zu mir geschickt als Ergänzung. Ich zeige euch aber auch eine Alternative, wie es ohne geht. Das wird gut. Ich zeige euch sogar zwei Alternativen, wie es ohne geht. Und legen wir einfach mal los. So, los geht das. Und zwar, Spurverbreiterung an sich. Das Teil und das wird total simpel gemacht. Ihr macht Folgendes: Ihr nehmt die Spurverbreiterung und dreht ihr auf euren Armer Corrali whatever. Ich habe die Marken ja eben schon ziemlich alle aufgezählt. Dreht die da drauf. So, man zieht das natürlich normalerweise fest und nutzt hier auch bitte Loctite. Das funktioniert mit Sicherheit dann besser und länger. Aber das ist absehbar, wie lange das jetzt hält. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dafür gibt es dann dieses schicke Teil. Und als ich das geschickt bekommen habe, ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, wir drehen das jetzt erstmal wieder ab. Und zeigen euch jetzt mal den Optimalfall hiermit. Dafür muss ich auf die andere Seite der Kamera. Das ist schon wieder alles sehr schwierig hier zu schrauben. So, und zwar... Diese Mitnehmer brauchen alle eine Magenschraube hier drin. Ohne geht das nicht. So, und dann drehen wir die los. Die muss da raus, das ist ganz wichtig. Das sehen wir hier. Ich wusste in dem Fall, dass hier eine 2,5er drin ist. Und diese Magenschraube ist dafür da, damit dieser Stift, der hier drin ist, gesichert ist. Den drehe ich jetzt mal ein bisschen um. Und wie man an den Spuren vom Mitnehmer sehen kann, war die Magenschraube mal wieder armafest. Also armafest ist jetzt in meinen Augen tatsächlich ein Indikator, wie fest jemand ist. Jetzt nehmen wir den 3D-Druckaufsatz und drücken den da drauf und achten darauf, dass diese freien Stellen nicht übers Loch gehen, weil das wäre kontraproduktiv. So. Drehen wir das Aluminiumteil da wieder drauf. Geht natürlich ein bisschen schwerer jetzt, weil man den Widerstand noch hat. So, und diese freien Stellen sind dafür da, dass man das so mit der Zange festhalten kann, ohne das 3D-Druckteil zu beschädigen und das hier festzuziehen. Nochmal, nutzt Loctite. Aber auch Loctite trauen wir nicht. Das heißt, es gibt hier eine Schraube. Mal gucken, ob ich hier noch eine Linie habe. Nö, habe ich nicht. Und die wird hier jetzt reingedreht. Und wieder nutzt Loctite.
Warum willst du jetzt nicht greifen? Ich habe das vorhin alles schon mal einmal zusammengebaut. Und das hat gepasst, das hat funktioniert. Nur jetzt willst du natürlich nicht. Murphy's Law, ne? Ist einfach so. Immer scheiße. Mal gucken. Das muss doch gehen. Für Arma müssen hier größere Schrauben rein. Weil wenn ich hier jetzt reindrehe, bin ich schon im Gewinde drin. Also, noch diese Schraube eine Nummer dicker. Haben wir aber gerade nicht. Das ist jetzt blöd. Scheiße. Das heißt, wir drehen die jetzt mal wieder. Wir machen den jetzt hier mal wieder los. Bringen das jetzt mal auf den Koali drauf. Da hatte ich es nämlich getestet. Da passte das. Aber ist klar, wenn die Madenschraube größer ist, kann das Teil natürlich auch nicht passen. Ja, es werden Schrauben beiliegen, beziehungsweise in der Beschreibung stehen, das kann ich nicht sagen, damit das auch bei Arma passt. So, wieder runtergenommen. Jetzt gehen wir ein Stückchen rüber und macht das bei Coralli weiter. Und ihr braucht halt eine Schraube in der Dicke von eurer Madenschraube. Und dann halt entsprechend lang. Das ist in der Regel so wie die hier. Schreiben wir noch dabei. Die Sache ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, deswegen das vielleicht alles gerade noch nicht so hundertprozentig ausgereift ist. Aber das kriegt man ja wohl hin. Und ich sag jetzt mal, vier Schrauben sich zu besorgen, ist ja nicht so das ganz große Problem. So, das pupeln wir jetzt da drüber. Das ist sehr passgenau gefertigt, damit der Stift auch auf gar keinen Fall flöten gehen kann. Und hier ist das ein 2 mm Endos, also eine M3 Schraube. So. Tja, war natürlich jetzt suboptimal, dass das im Video schief geht. Aber ich möchte euch auch den Unterschied zeigen, wenn das nur so drauf gesteckt ist. Und wenn das ganz fest ist. So sieht das dann aus. Das Gelbe ist quasi das, wo wir von der Spur her nochmal breiter werden. Das ist farblich natürlich jetzt so. Aber ich habe natürlich wieder gesagt, ich möchte gerne auffällige Farbe haben, um das am besten zeigen zu können. Das Teil wird es nachher natürlich auch in anderen Farben geben. Jetzt nehmen wir den Endos-Schraubendreher. Ich drehe die Lenkung ein bisschen zu mir. So, und jetzt greift er auch. Wieder ganz wichtig, bitte, bitte, bitte nutzt Loctite oder Schraubensicherungslack, kann auch von anderen Marken sein, ist mir völlig Latte. So, und wenn ihr das jetzt 24 Stunden aushärten lässt, dann wird das sich nicht mehr lösen, weil das ist ja hier gekontert. Das ist bombenfest, das ist mega cool. Der einzige Nachteil ist halt, dass der Stift rausfallen kann, wenn man das Teil nicht hat. Das haben wir ja aber. Und davon gibt es dann natürlich vier Stück. Ich habe ja noch einen vierten. Und das ist schon... Also als ich das gesehen habe, das erste Mal, wurde mir ein Video geschickt davon, da habe ich schon gesagt, so, Alter, das ist mega. Das ist echt geil. Und ja, muss ich sagen, weil das auch nicht zu viel ist. Man könnte den Abstand hier auch noch ein bisschen verkleinern. Also dass man zum Beispiel nicht 20 mm macht, sondern nur 10 mm. Das ist natürlich alles optional machbar. Bis zu einer gewissen Grenze natürlich nur. Ja, und dann hat man 20 mm breitere Spur. In unserem Fall hier. Das kann man übrigens auch machen, wenn man ein Rad hat, was nicht so optimal passt. Das passiert häufig bei Rädern mit ohne Offset. Ja, ich weiß, ich schraube hier ein Arma-Rad an den Corelli. Um das ein bisschen auszugleichen, könnte man das auch nehmen. Ja? Muss man halt mal sehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige Alternative, um das, um die Spur ein bisschen zu verbreitern. Ich will euch das jetzt einfach mal im Vergleich zeigen. Beim Kronos. Oh, ist schon ein bisschen, ne? Kann man schon erkennen. Hier verschwindet der Radmitnehmer noch gar nicht. Also der sitzt jetzt völlig da drauf. Und hier liegt da halt an. Das sind genau diese 20 mm. Ja, schon cool. Oder? Was sagt ihr dazu? Finde ich schon.
Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Das Silber Assi. Ciao, ciao.